in Wahrheit ist es eben nicht so. Gell? In Wahrheit ist es umgekehrt. Das übers Tanzen geht Kindes an. Dennoch ist es vielleicht jetzt hilfreich, wenn wir ein paar Techniken haben. Das Erste, was wir machen, ist einmal, wie bewege ich mich denn fort? Und was ich damit sagen will, ist, jeder, was beim Geschirrspüler die Schublade einschieben kann, schieben. Jeder, der das kann, kann das, was wir jetzt lernen. Wir lernen nämlich ein Schieben. Könnt ihr mal auf die Bewegung, schiebt mal was weg, schiebt mal, schieben. Und jetzt übertreiben wir es ein bisschen, schieben, gell? Das fasst schon aus mit deinem Schieben. Wir schieben. Im Gegensatz zu, stoßt mal was. Oder, das ist ein bisschen brutal, stoßt mal einen fliegenden Luftballon nach oben. Ja. Können wir uns einmal die Runde anschauen? Jeder, der einen Luftballon wegstoßen kann, hat eine mega coole Tanzbewegung schon drauf, ohne dass es was. Gell? Ich kann jetzt zum Beispiel so, ich schieße einen Luftballon weg und dann schieben. Super Choreografie, so macht man Choreografie.